Bochum die Flugbahn bereits berechnet. Bald geht es nicht mehr nur um Töne. Die Satelliten senden jetzt auch Bilder aus dem All. Zum ersten Mal ist es möglich, aus einigen hundert Kilometern Höhe auf die Erde zu blicken. Wir haben ja dann tolle Effekte dabei rausgefunden. Am Anfang waren es die Unterschiede zwischen Wolken, Eis und Land und Meer abzugreifen, um das rauszufinden. Wir hatten also am Anfang Mühe, das Island, das eisbedeckte Island von den Wolken zu unterscheiden. Wir mussten halt dann über Wochen hinweg eine Stelle uns angucken, die bewegt sich nicht. Und das war eben keine Wolke, das war eben Packeis oder Festlandeis, das war Island. Die hat aber bei der Schwarz-Weiß-Bildwiedergabe eben wie so eine Wolke ausgesehen. Wir wussten es ja nicht besser. Das Bildmaterial aus dem Weltraum ist hochinteressant für die Wetterämter, die damit ihre Vorhersagen deutlich verbessern können. Aber es gibt noch ganz andere Abnehmer für die Satellitendaten. Bereits Ende der 50er Jahre knüpft der Bundesnachrichtendienst Kontakte zur Sternwarte in Bochum. Für die damalige Zeit war das der BND, unser Auftraggeber. Der hat von uns die Daten bekommen. Wir haben die Daten gesammelt. Der BND hat uns auch unterstützt mit Gerätschaften. Der hat uns die neuesten Geräte beschafft und auch Gelder beschafft. Und für die haben wir in erster Linie die Daten empfangen und bereitgestellt. Die Mitarbeiter der Sternwarte liefern alle Daten an die Zentralstelle für das Chiffrierwesen beim BND. Aber was will der mit all den Daten? Wenn Sie den Code geknackt haben, ja, dass Sie das Signal dekodieren können, dann wissen Sie auch, was der Satellit für Messaufgaben hat. Die tief fliegenden Satelliten sind ja in erster Linie auch Spionagesatelliten, weil die ja auch Kameraaufnahmen, also Aufnahmen machten und die Erde gescannt haben. Ja. Und wenn man das dekodieren kann, dann kann man auch sehen, wie weit die in der Technik voran sind, wie hoch die Auflösung ist. Zeitweise finanziert der BND fast den gesamten laufenden Etat der Sternwarte. Im Bochumer Stadtarchiv findet sich ein Vertrag. Darin stellt die Stadt Bochum das Institut für Weltraumforschung dem BND zur Verfügung für eine jährliche Summe von 500.000 Mark bis 1975. Eingefädelt wird der Deal von Heinz Kaminski. Der war ein Organisator, der eben solche Stellen kannte und sich umhören musste und umsehen musste, wie kriege ich Geld, damit ich meine Forschung hier weiter betreiben konnte. Und da war ein Geben und Nehmen halt zu der Zeit üblich. Die Volksbildungsinstitution Sternwarte, ein Horchposten des BND. Und das mitten im Ruhrgebiet. Doch die Menschen in Bochum erfahren davon nichts. Für sie bleibt es ihre Volkssternwarte, die längst genauso zum Ruhrgebiet gehört wie Fußball und Taubenzucht. Man ist ein bisschen stolz auf ihre Berühmtheit. Und für die Kinder im Revier ist der Ausflug mit der ganzen Klasse zur Sternwarte ein Höhepunkt in ihrem Schuljahr. Allerdings ist nicht die eigentliche Sternwarte in Sundern das Ziel, sondern das 1964 eröffnete Planetarium mitten in Bochum. Das erste Großplanetarium nach dem Krieg und bis heute das größte und modernste in Deutschland. Generationen von Schulkindern kommen hierher. Hier lebt der Volksbildungsgedanke Kaminskis weiter. Wenn die Leute dann aus der Veranstaltung rauskamen, die waren sowas von begeistert. Man konnte fast spüren, dass die sagten, Mensch, das ist unsere Institution. Wir erkunden einen Kosmos, der sich seit seiner Entstehung vor fast 14 Milliarden Jahren stetig weiterentwickelt. Und manche Kinder entdecken hier im Planetarium sogar ihren Traumberuf. Es gibt zwar noch andere, kleinere Planetarien hier im Ruhrgebiet und in der Umgebung in Nordrhein-Westfalen, aber hier wurde wirklich durch Kaminski mit dieser großen Einrichtung etwas geschaffen, was mich sehr geprägt hat. Also ohne das wäre ich wahrscheinlich nicht in Nürnberg und nicht in Stuttgart im Planetarium als Leiter gelandet. Eine Karriere, die als sternenbegeisterter Schüler im Planetarium Bochum begann.
bestimmte Dinge, die Kaminski angefangen hat, leben ja heutzutage nicht nur hier in Bochum, sondern auch an vielen anderen Orten einfach weiter. Weil er hat sozusagen kleine Saatkörner in einige Menschen gepflanzt und die sind jetzt aufgegangen. Volksbildung und Geheimdienstverträge. In einer Mischung aus Hemdsärmeligkeit und Idealismus bringt Leiter Kaminski das alles unter einen Hut. Das muss er auch, denn er hat große Pläne für die Sternwarte. Mitte der 60er bekommt sie das sogenannte Radom. Unter der Außenhaut verbirgt sich eine riesige Parabolantenne. Ursprünglich war eine 10-Meter-Antenne geplant. Doch Kaminski überredet die Geldgeber erst zu einer 15-Meter-Schüssel. Schließlich werden es 20 Meter. Für ihn kann es nicht groß genug sein. Und die Bochumer kommen zur Einweihung, um stolz die neueste Errungenschaft ihrer Sternwarte zu bestaunen. Es ist an einem Sonntag gewesen. Ich fahre dorthin und von der Hattinger Straße nach Sundern ist etwa 1 Kilometer. Meine Frau sagt, was ist denn das? Wir kamen nicht in diese Straße rein. Von der Hattinger Straße bis zum Radom. Eine Menschenschlange, die ins Radom wollte. Das ist der beste Beweis, wie das anerkannt wurde. Mit dem Radom wird die Sternwarte endgültig zu einer internationalen Größe in der Weltraumforschung und liegt technisch an der Spitze. Wer in Europa eine ähnliche Empfangsanlage bauen will, holt sich Rat in Bochum, am Kap Kaminski, wie die Bochumer sagen. Wenn man mit den Leuten zusammenkam und sprach mit denen, ja, du bist da in Bochum, so erzähl doch mal ein bisschen hier von Kaminski und so weiter und so fort. Ne? Allein zu sagen, ich arbeite bei der Sternwarte Bochum, das hat was gegeben. Ja, wir waren sehr stolz, ich zumindest. Die Sternwarte, das sind wir. Also das ist Bochum und das ist einer von uns. So ist das hier in Bochum aufgenommen worden. Da sieht man auch noch, wenn man sich Bücher anschaut, so war Bochum, so ist Bochum. Das ist unsere Sternwarte und das ist unser Kaminski und das ist unser Kap Kaminski. Und wenn man als Ruhrgebietler nach Bayern kam, wurde man ja auch befragt, nicht? Das Ruhrgebiet war ja erstens weit entfernt und war ein Dreckloch, nicht? Dann hat man von selbst auch erzählt, ja, wir haben ja auch die Sternwarte und ihr würdet euch umgucken, wenn ihr das mal seht. Insofern war das auch Selbstbestätigung. Wir im Revier können auch mehr wie nur Kohle und Stahl machen, nicht? Die Sternwarte ist auf dem Höhepunkt ihrer Popularität angelangt. Ludwig Erhard stattet ihr ebenso seinen Besuch ab wie Bergsteigerlegende Louis Trenker oder Raketenvater Hermann Oberth. Alle werden erst einmal zu Familie Kaminski nach Hause eingeladen. Weil wir auch ein größeres Gästezimmer hatten, das heißt ein Esszimmer, waren viele Gäste erst bei uns zu Hause, wurden bewirtet von meiner Mutter, die sie bekocht hat. Kuchen gebacken hat und Kaffee gekocht und so weiter. Zum Beispiel John Glenn, der war bei uns zu Hause. Man setzte sich an den großen Esstisch und die kamen dazu und fanden das immer ganz toll, die Leute. Egal wer das war, dass sie sich bei uns an den Tisch setzen konnten und mitessen konnten. Und ob das jetzt in einer Erbsensuppe war oder Grünkohl oder irgend sowas, fanden die immer ganz toll, weil sie halt normalerweise, ich weiß nicht wo, in einem Restaurant gingen mit Scampis und ich weiß nicht. Und das fanden die einfach viel besser.